Hast du jemals in deinen Schulbüchern von meiner Existenz gehört? Ich bin Kleopatra die Siebte, die letzte Pharaonin des ägyptischen Ptolemäerreichs. Erhebe ich meine Stimme, um meine faszinierende Geschichte dir zu erzählen. Tauch ein in eine Zeit voller Intrigen, Machtspiele und unsterblicher Liebe. Es begann im Jahr 47 vor Christus, als ich den ägyptischen Thron bestieg. Als junge und ehrgeizige Herrscherin hatte ich große Pläne für mein Reich. Doch mein Weg sollte von turbulenten Zeiten und dramatischen Wendungen geprägt sein. Mein erstes Zusammentreffen mit Julius Caesar im Jahr 47 vor Christus war der Beginn einer leidenschaftlichen und verhängnisvollen Liebesgeschichte. Unsere gemeinsame Leidenschaft und politische Verbundenheit führten zu einer tiefen Verbindung zwischen Ägypten und Rom. Doch die politischen Intrigen und Machtspielchen, die unsere Beziehung begleiteten, sollten bald zu dramatischen Konsequenzen führen. Im Jahr 44 vor Christus erreichte der Konflikt zwischen Caesar und seinen politischen Gegnern einen Höhepunkt. Die Rivalitäten und Machtkämpfe gipfelten in Caesars Ermordung, die eine Welle der Unsicherheit und des Chaos auslöste. In dieser Zeit der Turbulenzen blieb ich nicht untätig und schmiedete neue Allianzen, um die Macht und Stabilität Ägyptens zu sichern. Mein nächstes Kapitel begann mit meiner Beziehung zu Marcus Antonius, einem mächtigen römischen Feldherrn. Unsere Liebe entflammte schnell und gemeinsam kämpften wir gegen unsere gemeinsamen Feinde. Doch auch hier lauerten politische Intrigen und Verrat, die unsere Beziehung auf eine harte Probe stellten. Im Jahr 30 vor Christus kam es zur entscheidenden Schlacht bei Actium. Unsere Träume von einer mächtigen ägyptisch-römischen Allianz wurden jäh zerschmettert. Nach unserer Niederlage sah ich keinen Ausweg mehr und beschloss, meinem Leben ein Ende zu setzen. Der Biss der Schlange sollte mein letzter Akt der Selbstbestimmung sein. So endete die faszinierende Saga von Kleopatra, einer Frau, die Macht und Leidenschaft verkörperte. Meine Geschichte ist geprägt von den Wirren der politischen Landschaft, von Liebe und Verrat, von Stärke und tragischer Schwäche. Mag mein Schicksal in den Geschichtsbüchern verewigt sein, mein Name wird weiterleben als Symbol für eine starke und unvergessliche Frau.